Lange Nacht der Museen in Hamburg, zu später Stunde. Was haben Sie heute schon alles erlebt? Vier Museen. Da fangen wir mit Deichtor. Das war mehr so Kunst, Malerei. Das war spannend. Und dann haben wir viel irgendwelche Schiffe gesehen, Maritime. Das ist vielleicht nicht ein bisschen mein Thema. Da habe ich schon ein bisschen Kopfschmerzen. Aber allgemein ist es schon interessant. Denke mir, macht Sinn, nur 4, 5 Max Museum zu machen, weil zu viel dann irgendwo kommt die Müdigkeit. Ja, wir haben einen kleinen Rundgang gemacht, sind in der Kunsthalle gestartet und dann zu den Deichtorhallen. Da ist ja so ein zentraler Platz. Wir haben uns eine Fotoausstellung angeguckt. Dann sind wir mit dem Bus hier in diese Gegend gefahren. Einmal am Hafen waren wir in der Rigmarigmas, auf der Rigmarigmas. Bin auch schon etwas müde und dann sind wir zu Fuß hierher gekommen und wollten eigentlich noch weitergehen, aber haben beschlossen, dass unsere Aufnahmekapazität jetzt doch erreicht ist. Heute nur in dem Museum hier gewesen oder auch in anderen Museen? Nur in diesem Museum. Also wie gesagt, ich habe all die Sachen nur mal gelesen und war halt interessiert bei all den Bildern und all den Stücken, was hier gezeigt wurde und genau. Gibt es noch Pläne für heute Abend? Andere Museen vielleicht? Genau, also meine Freundin hat mir empfohlen, vielleicht nochmal zum Kunstmuseum zu gehen und vielleicht haben wir noch vor, dahin zu fahren. Und also gibt es jetzt eine Party bei St. Pauli? Leider, wahrscheinlich ist das eine lange Schlange, so richtig lang. Also dann gehen wir einfach Bier trinken. Einfach da. Wahrscheinlich das ist jetzt wäre der letzte Punkt gewesen. Was war denn das persönliche Highlight heute Abend? Ja, schwierig. Also wir waren, wie gesagt, ganz am Anfang in der Kunsthalle und da gibt es eine Ausstellung zum Thema Warten. Das ist auch ein Thema, das mich sehr interessiert. Das ist total spannend. Also wie Leute Zeit wahrnehmen auch und was sie unter Warten verstehen. Und irgendwie hat sich herausgestellt, dass also dieses Motto der Ausstellung sich dann auch so durch den Rest des Abends zog. Man hat dann immer wieder Verbindungen zu dem Warten-Thema hergestellt. Also, dass man jemanden sah, auch noch da in der Kunsthalle und dann sah es irgendwie so aus, als wenn sie zur Ausstellung gehören würde. Also sie saß da wie eine Wartende und ja, aber sie wartete tatsächlich und war irgendwie kein Ausstellungsobjekt. Die Highlights. Denke mir, normalerweise alle Museen sind mit 18 Uhr geöffnet. Und normalerweise gibt es nicht so viele Leute auf einmal. Und das war schon spannend, viele Leute auf einmal zu sehen. Und das noch bis 1 oder 2 Uhr, die Leute sind noch wach und schauen die Dinge an. Das war spannend einfach, so ein Ding zu erleben. Ich war hier erst einmal und nur für eine Sonderausstellung, die war sehr schön und da war es so, dass im Anschluss an die Ausstellung eine Führung angeboten wurde durch die Stadt, wo man sich auch ein paar Sachen dann angucken konnte. Das war echt wirklich sehr großartig, auch mit vielen Informationen, die ich so als 10 Jahre in Hamburg wohnende Person nicht hatte. Wie kam es zu der Entscheidung, heute auch hier in das Museum für hamburgische Geschichte zu gehen? Die waren meine Freunde, die sind hinten. Das war die Wahl von dem. Die haben das einfach empfohlen. Alles klar.